Meine sehr verehrten Zuschauenden, wir lüften heute das Geheimnis um die neue Blackbox Challenge. Welcher Buchstabe wird es sein? Feli? Wir entschuldigen die Verzögerung. Ja, ich höre gerade, wir sind jetzt soweit. Feli! Welcher Buchstabe ist es? Aha. Haha. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute eine neue Blackbox-Challenge und zwar mit dem Buchstaben H. Ihr habt die Zutaten wieder ausgewählt und wir schauen jetzt, was ihr da so reingepackt habt. Haha. Okay. Ho. Ha. Also wir haben einmal Haferdrink. Sehr lecker, sehr gut. Habt Durst? Ach, Haselnusskerne, ich liebe sie. So, eine gelbe Honigmelone. Heidelbeeren? Huh. Oder Blaubeeren? Nee, heute nicht. Mal so, mal so. Was haben wir hier noch? Na, bei Beeren dürfen die Himbeeren natürlich auch nicht fehlen. Oh Leute, voll die gute Kombi. Haferflocken? Haferflocken, sehr gut, ja. Aber jetzt kommt etwas. Also ich lieb's ja, Hummus, aber naja, das wird schon gehen. Weil wir werden alles in so viel Haselnusscreme ertränken, das ist einfach nur köstlich. Dann haben wir hier Honig. Ja, das geht auch da ganz gut. Und Holunderblütensirup. Hast du eine Idee, was wir machen können? Naja, ich würde sagen, es wird was Süßes. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal so ein Sweet Hummus Shake gemacht. Das heißt, Hummus passt prinzipiell auch schon was in dieses süße Gericht hinein. Also könnten wir eigentlich so eine Art Porridge machen. Ja. Mit einem kleinen Obstsalat und vielleicht karamellisierten Haselnüssen mit Honig. Ja. Und wir süßen den Porridge mit Holunderblütensirup. Honig und allem, was da ist. Also es wird eigentlich ein großes Müsli. Gut, let's go. Dann würde ich sagen, hole ich mal einen Topf für den Haferdrink. Und die Haferflocken. Yes. Und ich würde mich mal um die Honigmelone dann kümmern. Okay. Den Haferdrink hinein. Dazu kommen die Haferflocken, in diesem Fall kernige. Das heißt, ihr müsst das Porridge ein bisschen länger kochen lassen, damit es soft wird. Eigentlich schneidet man sie längst durch, aber hey. Ist schon okay. Ich muss ja eh klein schneiden. Das stimmt. Haferflocken zum Haferdrink. Voll das Hafergericht. Wäre vielleicht was für Pferde. Essen die nicht gern Hafer? Ich bin kein Pferd und esse auch gern Hafer. Dann organisiere ich noch mal eine kleine Pfanne, weil dann können wir die Haselnüsse rösten und sie damit noch aromatischer machen. Schält man die? Nee, ne? Die Melone? Ja. Natürlich. Ja, was heißt denn natürlich? Ich weiß das nicht. Tja, die einzig wahre Melone ist die Wassermelone, aber die kommt höchstwahrscheinlich erst bei die. Haselnüsse hinein. Und jetzt ist die Frage, wie viel Hummus man jetzt in das Porridge rühren kann, ohne dass es seltsam wird. Ich würde sagen, ein Esslöffel reicht. Einen Löffel Hummus. Das hebt auch nochmal den Eiweißgehalt in unserem Gericht. Den Rest gibt es nachher aufs Brot. Und damit das Ganze aber auch schön süß wird und lecker schmeckt, kommt ein bisschen von dem Holunderblütensirup dazu. Und ich denke, uns wird niemand von euch böse sein, wenn wir ein kleines bisschen Himbeer mit reinmachen. Bitte was? Himbeer. Ah! Zimt. Himt. Kleines bisschen Himt. Oder? Ja, ja. Gewürze sind ja erlaubt. Das passt auch gut zu Hummus. Soll ich dir schon mal eine Schüssel für den Obstsalat holen? Gerne. Gibt es eigentlich eine Zitrusfrucht mit H? Zitrone? Zitrone. Oder die Orange, wer kennt sie nicht? Die Früchte jetzt hinein. Schwupp. So. Ich komme auch mit der Melone. Schwupp. Das ist eigentlich eine easy Nummer. Klare Sache. Und das Ganze rühren wir jetzt ein bisschen herum. Die Frage ist, machen wir die Nusscreme on top auf das Porridge oder ins Porridge? Nein, als Kleckse. Als Kleckse. Oh ja, das ist natürlich massive, ja. Haben wir schon ein bisschen Salz im Porridge? So eine Prise? Ja, Hummus. Ah, okay. Ja, ist okay. Nehme ich. Soll ich mal zwei Schalen raussuchen, damit wir das schön anrichten können? Gerne. Ja, wir sind schon, das geht, den Honig, haben wir den Honig schon verwendet? Nee, der kommt ja auf die Nüsse, ja. So, ne? Ja, nee, das ist,
Ich bin nur erstaunt, wie normalerweise ist das in den anderen Folgen, die ihr euch gerne hier oben über das i anklicken könnt, dauert das meistens ein bisschen länger, weil ihr teilweise schon, sagen wir mal, kuriose Zutaten uns in die Box gepackt habt. Dementsprechend, ja, bin ich sichtlich erfreut. Dann würde ich sagen, räumen wir erstmal ein bisschen auf, oder? Ja. Guck mal, wie schön die Haselnüsse sind. Und die ganze Küche duftet danach. Bitte den Schneebesen nicht verkochen. Sorry. So, ich gebe mal den Honig dazu. Ja. Ich hole einfach schon mal einen Teelöffel raus für die Nuss-Nougat-Creme. Oh. Damit wir da draußen. Es ist eine Haselnusscreme. Haselnusscreme, Entschuldigung. Ich bin so neugierig, wie sie schmecken wird. Achtung, der Klick, den liebe ich. Der kleine Löffel ist schon bereit. Plopp. Das ist eigentlich so die Versuchung in jeder WG. Eine Nusscreme mit Löffelchen drin. Und du weißt, wenn du das irgendwo hinstellst, dann ist es auf jeden Fall halb leer, wenn du wiederkommst. Auch ein Trick 17, in den Kühlschrank stellen, weil das ist so hart, dass man es nicht löffeln kann, dann kann man sich aber Stücke rausschneiden, alles schon versucht. Das ist ein guter Trick, ja. Vor allem, wenn man so süchtig nach Haselnuss ist wie ich und nach Nougat. Okay. Bist du eher dafür, dass der Porridge immer ganz hart ist oder eher so ein bisschen soft? Also ich mag nicht, wenn es zu weich ist. Wie ist denn bei dir? Soll ich da noch ein bisschen warten, soll noch ein bisschen dicker anziehen? Wie du möchtest. Ich hole auf jeden Fall schon mal eine Kelle. Porridge ready. Suppenkelle ready. Dann löffel ich mal in die Schüsselchen. Da muss ich gerade an unser Overnight Oats Video denken. Das ist schon ewig her, aber das könnt ihr jetzt hier oben natürlich trotzdem nochmal klicken. Aber wir hätten das auch als Baked Oatmeal machen können. Das haben wir aber erst vor kurzem gemacht. Das könnt ihr jetzt hier oben auf den i anklicken. So, ein Löffel für die Nüsse. Ja. Und jetzt würde ich die rein... Willst du damit anfangen? Mit der Schokolade zuerst, ja. Und vielleicht so ein bisschen am Rand, dass man noch alles sehen kann. Da sind sogar so Stückchen drin. Mhm. Nun ein paar von unseren Haarfrüchten. Und jetzt was von den Nüssen. Lecker, lecker. Kurz abkühlen lassen und dann dürfen wir kosten. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Hummus Porridge. Ich bin vor allem gespannt auf die Schokocreme. Die koste ich erstmal einzeln. Also ich finde, das schmeckt überhaupt nicht nach Hummus, aber voll gesund und vor allem auch mega lecker. Es schmeckt auf jeden Fall lecker. Es ist wärmend im Bauch, der Holunderkick. Ja gut. Vielen, vielen Dank an euch für diese tollen Zutaten. Und falls ihr Bock habt auf noch mehr Black Box Challenges, kriegt ihr hier die Buchstaben. F und G, also die letzten beiden. Wir sagen bis dahin tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, uns Zutaten mit dem Buchstaben I in die Kommentare zu schreiben. Stimmt.